Und was ich jetzt in der letzten Zeit herausgefunden habe, und das ist wirklich auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp, ist anzustreben, wenn die Kompetenz dann vor der Kamera, dass man, wenn man sich auch irgendwann dann wohlfühlt und sich auch längere Videos zutraut, längere Videos zu machen, aufwendigere Videos, am besten 15, 20, gerne auch mal 30 Minuten ein Video hochlädt. Und dabei geht es mir nicht um die Monetarisierung, damit dein YouTube bessere Werbung schalten kann, darum geht es mir gar nicht. Sondern ich mache das aus dem Grund, sage ich ganz offen, nur ganz wenige schauen bis zum Schluss. Mhm. Also jeder kann gerne das ganze Video anschauen, aber nur wenige schauen bis zum Schluss. Aber die wenigen, die ein Video 30 Minuten anschauen, in der heutigen Zeit, also das sind ja die möglichst, also damit, mit den Menschen kannst du ja, die wollen ja mit dir arbeiten. Also wer schaut sich denn heutzutage noch ein 30 Minuten langes Video an oder ein 40 Minuten langes Video? Und da jetzt als kleine Brücke, je länger dein Video ist, umso härter kannst du am Ende auch was empfehlen. Je länger dein Video ist, desto höher ist das Commitment. Genau, das hängt damit zusammen. Was ist hier los? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Wow. Herzlich willkommen hier bei This is Marketing, Calvin Hollywood. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt die Ehre, dich zu interviewen. Und da brauchen wir ein kurzes Meinungsbild. Wer von euch kennt Calvin schon? Wer hat eine Ahnung, wer er ist? Okay, da gehen viele Hände hoch. Du hast 25 Kunden auch mitgebracht. Das hat man Kunde, auch schon Freunde, ja. Calvin, wir gehen gleich tief rein in das Thema Community-Aufbau. Das ist eins deiner großen Themen. Aber für die, die sich gerade nicht gemeldet haben, mal so in 30 Sekunden auf den Punkt. Wer bist du, was machst du? Naja, ich würde sagen, ich bin Unternehmer, also jemand, der viel unternimmt, im Schwerpunkt Social Media. Ich bin selber eigentlich nur noch als Coach, als Speaker unterwegs, habe aber noch ein Team, habe ein Unternehmen und wir machen sehr viel im Bereich Foto, Video, Selbstvermarktung. Und der Hauptteil für die letzten 10 Sekunden ist dann meine Familie, meine Kids, die sind 13, Jungen und Mädchen, Zwillinge. Und dann ist, ich spiele noch sehr gerne PlayStation. So, das ist, und dann ist das Paket rund, ja. Also, ihr könnt schon erahnen, warum wir Calvin ausgewählt haben für ein Interview zum Thema auch echte, authentische Community aufbauen. Calvin, lass uns setzen, ja, eine ganze gerne. Menge zu besprechen. Also, ich möchte sprechen mit dir unter anderem über Facebook, Instagram. Ich habe hier einen Drücker in der Hand. Ich glaube, ich habe den eben weggezaubert, wir brauchen ihn ja gar nicht. Aber ich habe ihn hergezaubert. Okay, schauen wir mal, also, was passiert. Oder vielleicht war das Dan, der den bei dir in die Tasche und bei mir. Naja, wie auch immer. Wir sprechen über Facebook, Instagram, TikTok. Möchte ich mit dir besprechen. Das ist, glaube ich, für viele hier auch noch neu und spannend. Und auch entsprechend ja, die Sachen, die so ein bisschen drumherum sind. Videomarketing möchte ich mal besprechen. Du bist, ich habe eben schon mal in meinem Vortrag kurz gesagt, derjenige, der es wirklich versteht, eine großartige Business-Community auch aufzubauen. Also nicht nur 1 Million Follower, die dir folgen, weil du tolle Dessous zeigst und so, sondern auch eine richtige Business-Community. Was ist so der Reiz für dich, eine Community aufzubauen? Was steckt da so für dich hinter? Naja, es sind ja Menschen, die sich für dich interessieren oder für das, was du machst. Und ich kann es dir genau sagen, ich glaube, das kommt so aus der Vergangenheit. Also ich war bis zu meinem 17. Lebensjahr eigentlich schon so immer der Außenseiter. Und Aufmerksamkeit, ja, gab es von so ein paar auch Außenseiter-Freunden und es war auch gut so. Aber ich glaube, das ist so Anerkennung, wenn andere sagen, Mensch, hast du gut gemacht. Und ich sehe halt hinter jedem Follow oder hinter jedem Like irgendwo zu Hause jemand sitzen, vielleicht hat er noch ein Kind auf dem Schoß und dann gibt er sich die Mühe und tippelt da was rein. Und da muss ich schon sagen, da geht mir schon einer ab. Ne? Also das, ja, das ist so, das fühlt sich gut an und das ist mein Antrieb. Also das motiviert mich und das gefällt mir. Cool, also es ist wichtig auch zu wissen, woher kommt die Motivation. Du warst vor 2,5 Jahren auf der Contra im Panel für Influencer. Da saßen Leute mit Millionenreichweite und eine Dame hat da gesagt, Facebook ist tot. Ja. Jetzt sind wir 2,5 Jahre später. Wie denkst du heute über so eine Aussage, Facebook-Marketing, ist das tot, kann ich das noch nutzen? Also man bei so etwas, bei so einer emotionalen Aussage würde ich mich immer auf das, also auf Statistiken würde ich da zurückgehen und die Statistiken besagen ganz klar, dass es nicht tot ist. Es ist halt wahrscheinlich nicht mehr so aktiv wie früher und ich empfehle das, was ich schon vor 2 Jahren empfohlen habe, geht in Facebook-Gruppen. Also ich merke natürlich auch meine Reichweite, ich hatte früher, ich glaube, 80.000 Follower und 40.000 Reichweite. Jetzt habe ich über 100.000 Follower und muss gucken, dass ich mal auf 15.000 Reichweite komme. Ist das jetzt tot? Nee, tot ist, wenn ich null Reichweite habe. Selbst wenn ich nur eine Reichweite habe von 10,
Du sagst ja auch nicht im Alltag, wenn 10 Leute auf dich zukommen, ne, interessiert mich nicht, ihr seid nur zu 10, es ist tot. Es sind Menschen da, die interessieren sich, also es ist nicht tot, es ist halt weniger geworden oder anders geworden. Und ich empfehle wirklich allen, eine eigene Facebook-Gruppe zu gründen, mit einem Branchennamen, je nachdem, was man macht, also keine Calvin-Hollywood-Gruppe, wo man dann sagt, hier bin ich und ihr dürft Fan sein, sondern eher vielleicht dann Selbstvermarktung eine Gruppe oder Social Media oder Speaking, Workshops geben, die Kompetenzen, die man hat, und dann interessierte Menschen da reinbringen, nicht um sich selbst zu positionieren, sondern um zum Thema Mehrwert zu liefern, um dann den Menschen zu überlassen, ob sie in dich investieren wollen. Okay. Kannst du vielleicht einen etwas konkreteren Plan, eine konkrete Strategie oder so vorgeben? Also ich habe letztens gesehen, du hast ein Event beworben, was dann irgendwie über die Gruppe lief. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine richtig geile Strategie, wo man dann auch sagen kann, ich meine, letztendlich geht es auch darum, wir machen es nicht nur zum Spaß, wir wollen ja auch damit Geld verdienen, was ja auch okay ist. Also was ich sehr gerne nutze und wo ich auch noch nicht so oft bei anderen gesehen habe, man kennt ja so Webinare und so weiter, und ich habe mal dann gedacht, viele haben ja nicht die Möglichkeit, weit durch die Gegend zu fahren oder haben einfach keinen Bock. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das wie folgt. Ihr gründet einfach eine Facebook-Gruppe temporär zu einem Online-Event. Jetzt sagen wir mal, ich möchte ein Online-Event machen, wie du mit Instagram startest. Nur mal so ein Beispiel. Und dann verlange ich für dieses Online-Event, sage ich, pass auf, ich gebe euch 3 Stunden geilen Content. Und ich möchte aber viele neue abholen und ich sage, ich verlange 7,99 Euro, also 8 Euro für diese 3 Stunden. Und jetzt fange ich an, diese Gruppe zu füllen. Und das mache ich zum Beispiel über Eventbrite, weil viele immer fragen, ja, wo soll ich das ausschreiben, wie rechne ich das ab, muss ich jetzt Rechnungen schreiben. Eventbrite, muss man vielleicht 1 Euro abgeben. Und dann melden sich viele an. Und dann schafft man vielleicht 50 Anmeldungen, vielleicht auch nur 20, aber vielleicht auch 200. Und dann schickst du über Eventbrite eine Woche vorher, hier geht's zur geheimen, geschlossenen Facebook-Gruppe, wo das stattfindet. Und Facebook-Gruppe daher, weil das für die Menschen vertraut ist, sie kennen sich aus, sie haben keine Angst. Die gehen dann da rein und dann führst du dort über einen Livestream. Du kannst deinen Desktop freigeben, du kannst dich über Kamera zeigen, das geht inzwischen alles in diesen Gruppen. Und dann gibst du 3 Stunden geilen Content, sodass Leute sagen, also 8 Euro, das war echt dafür ein Witz. Und das Tolle ist aber, nach der Veranstaltung kannst du den Livestream runterladen, du hast dein erstes Produkt. Und das alles mit 0 Euro Budget, weil die Gruppe kostet nichts, Eventbrite kostet nichts, es kostet gar nichts irgendwas. Und du kannst somit deine ersten Schritte machen, um damit halt Geld zu verdienen, mit einer absoluten Win-Win-Situation. Also wichtig ist immer, dass die Community mehr gewinnt als du selbst. Okay, also der Trick ist, erst über Eventbrite, das ist so ein Zahlungsanbieter für Tickets, für Events vor allem, dann keine Webinar-Software nehmen, sondern in die Facebook-Gruppe rein. Das ist eine geschlossen, da kommt man nur rein, offensichtlich, wenn man ein Ticket hat, weil ich habe das vorbereitet, in Vorbereitung zu dem Interview hier. Ich bin nicht reingekommen. Also da danke nochmal an dein Team, die mich nicht reingelassen haben. Ja. Aber ich habe gesehen, 400 Teilnehmer hattest du da drin. Also es funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Das funktioniert sehr gut und Webinare funktionieren auch gut. Es ist halt anders. Ne? Und ich versuche halt immer, wenn ich was mit den Menschen mache, in diesen freundschaftlichen und da ist halt Facebook besser wie ein Webinar, würde ich schon so sagen. Webinar ist ein bisschen, ne, also der Charme, so Facebook-Freunde, also es ist ein anderes Gefühl. Und dann haben wir da ein paar hundert Leute drin und du musst dann auch nichts noch am Ende, also du kannst am Ende auch noch was pitchen, viele erwarten das auch und wollen ja auch weitermachen, aber du kannst auch mal einfach sagen, 2 Tage, lass es, denk mal drüber nach und nach 2 Tagen lädst du in die Gruppe, du hast ja deine erste Community schon, also das ist auch noch was. Du hast plötzlich eine Community, so, und jetzt kannst du weitermachen. Und das Schöne ist, und das liebe ich so an dir, du machst Dinge auch einfach mal anders. Also klar, Webinare funktionieren immer noch. Auch wir nutzen sehr viele Webinare. Wir haben ja nachher noch den Jason Flatlander dazu hier auf der Bühne. Ich auch, ich nutze auch noch Webinare. Du nutzt auch Webinare, ja. Genau. Aber die Leute kennen Webinare und erwarten dann etwas und dann ist der Ablauf immer relativ klar und ähnlich und relativ starr und nichts Neues und nichts Hippes mehr. Und jetzt kommt jemand und macht es halt irgendwie mal ein bisschen anders. Das erweckt Aufsehen, Aufmerksamkeit und ja, das funktioniert dann immer eine Zeit lang gut. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendeine andere Möglichkeit. Deswegen ist ja auf jeden Fall wiederkommen jetzt. Das ist das Marketing. Nutzt für diese Facebook-Gruppen-Livestreams, wenn ihr Apple habt, Ecamm, also einfach so eine Tool-Empfehlung, mit der das sehr gut geht. Und bei Windows ist es, glaube ich, OBS oder Wirecast. Also da müsst ihr mal googeln. Das war ja früher gar nicht möglich. Jetzt gibt es ja Tools ohne Ende.
Und damit kann man das eben super abwickeln, auch eine professionelle Kamera anschließen und dann sieht das aus, Wahnsinnsqualität. Wer jetzt seinen Namen bei Google eingibt, der findet nicht nur Facebook verschiedene Seiten und Gruppen von dir, sondern auch YouTube. Das sind auch verschiedene Kanäle, über 100.000 Abonnenten, insgesamt über 12 Millionen Videoaufrufe. Also darüber machst du eine ganze Menge. Erklär uns kurz, warum hast du da mehrere Kanäle und was ist so ein bisschen deine Strategie dahinter? Da habe ich jetzt auch sehr viel gelernt. Also ich muss sagen, mein Haupt-YouTube-Kanal, diese ersten 90.000 Follower oder Abonnenten, das ging relativ gut, weil ich halt sehr eng war von dem Kanal, damals noch Fotografie und Photoshop. Dann habe ich gemerkt, ich will mich verändern. Und der erste Tipp ist, dass ihr dann einen extra Kanal anlegt. Und das habe ich auch gemacht, verschiedene Kanäle. Und was ich jetzt in der letzten Zeit herausgefunden habe, und das ist wirklich auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp, ist anzustreben, wenn die Kompetenz dann vor der Kamera, dass man, wenn man sich auch irgendwann dann wohlfühlt und sich auch längere Videos zutraut, längere Videos zu machen, aufwendigere Videos, am besten 15, 20, gerne auch mal 30 Minuten ein Video hochlädt. Und dabei geht es mir nicht um die Monetarisierung, damit dann YouTube bessere Werbung schalten kann, darum geht es mir gar nicht, sondern ich mache das aus dem Grund, sage ich ganz offen, nur ganz wenige schauen bis zum Schluss. Also jeder kann gerne das ganze Video anschauen, aber nur wenige schauen bis zum Schluss. Aber die wenigen, die ein Video 30 Minuten anschauen, in der heutigen Zeit, also das sind ja die möglichst, also damit, mit den Menschen kannst du ja, die wollen ja mit dir arbeiten. Also wer schaut sich denn heutzutage noch ein 30 Minuten langes Video an oder ein 40 Minuten langes Video? Und da jetzt als kleine Brücke, je länger dein Video ist, umso härter kannst du am Ende auch was empfehlen. Je länger dein Video ist, desto höher ist das Commitment. Genau. Das hängt damit zusammen. Was empfiehlst du dann? Also was wäre so aus deiner Sicht ein empfehlenswerter nächster Step? Na gut, je nachdem, wie dein Kanal aufgebaut ist, kann man dann gerne am Ende mal sanfter empfehlen und sagen, so, schau mal, du hast jetzt das Video 30 Minuten angeschaut. Hey, wenn ich dir irgendwie helfen kann, wenn du jetzt sagst, Mensch, das war gut, übrigens die Worte, die musste ich über Jahre, das sind schon gut gewählte Worte, also wenn ihr mitschreiben wollt, oder? Also wenn dir das jetzt gefallen hat, wenn du jetzt sagst, Mensch, es hat mir geholfen, Kelvin, von dir hätte ich gerne noch mehr. Hey, dann fühl dich eingeladen, schreib mir eine E-Mail und sag mir doch einfach mal, wie ich dir helfen kann. Das wäre jetzt was sehr Softes. Und das Härtere, und ich gehe da ganz härter ran. Ich habe auch schon am Ende des Videos gesagt, hör mal, wie lange willst du noch meine Videos 30 Minuten lang angucken? Hör mal, was muss ich noch tun, dass du dich meldest? Jetzt buch halt mal meine Academy. Jetzt guckst du schon so lange rum, alles mitschreiben und sich aufs nächste Video freuen. Jetzt melde dich halt mal. Und ich habe hier wirklich 25 Leute, die können es. Ich habe auch sogar schon gesagt, wenn du nicht meine Academy buchst, dann sperre ich dich von meinem Account, weil du musst auch mal in die Umsetzung kommen. Aber da muss man vorsichtig sein, ja? Das mache ich nur, wenn ich meine Leute auch mal irgendwann kenne, ja? Du hast ein gutes Stichwort gebracht, vorsichtig sein, Community kennen, also du schaust sehr genau hin, ja, was du machst, wie Leute reagieren, das seit Jahren und der Kern ist dann doch wieder irgendwie authentisch sein, ehrlich sein, du hast auch gerade so schön gesagt, okay, du verkaufst schon hart, du sagst halt schon, okay Leute, darum geht es, jetzt halt auch buchen, aber wenn man dabei authentisch ist, ist es ja okay, weil die Teilnehmer wissen ja, okay, ich fühle ja so, dann macht der Business. Ich fühle ja wirklich so, also wenn mir ständig jemand kommentiert und ich sehe den irgendwo und der sagt, Mensch, dein Podcast, deine YouTube-Videos sind so toll und ich guck mal, ob der bei mir ist, dann sage ich, ey, pass mal auf, entweder ist es scheiße, du laberst nur, aber warum bist du da nicht bei mir? So viel Geld. Ich gehe auch hart ran. Ich sage, ich habe mal geguckt, was du so machst. Du gibst Geld an Stellen aus. Sag mal, was muss ich denn noch tun, damit du zu mir kommst? Also da gehe ich halt schon sehr hart rein. Aber das darf jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Ich bin wirklich wie so ein Reh. Ich bin echt vorsichtig. Also mein Team ist da härter. Ne? Die treten mir auch immer in den Arsch. Also da muss schon viel passieren, dass ich so rangehe. Ansonsten sage ich immer, hey, fühl dich eingeladen. Schaut auf meinem Instagram vorbei und holt euer Handy raus, folgt jetzt. Nein, ihr könnt einfach nur mal vorbeischauen und wenn ihr sagt, das ist gut, entscheidet selbst. Okay, ich habe eben in der Anmoderation gesagt, TikTok, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Wow. Ich musste TikTok installieren, um überhaupt mal das Interview vorbereiten zu können. Wer von euch kennt TikTok? Ah, okay, sind einige mir schon voraus. Kelvin, kannst du allen anderen ganz kurz erklären, was ist TikTok? Ist meine Tochter da? Die kann das besser. Na, also meine Tochter hat mich halt immer gedrängt, Papa, melde dich an, auch damals schon bei Musical.ly. Und ich habe da, ganz ehrlich, ich hatte auch diese Schublade, ach TikTok, was ist das für ein Kinderkram da, mache ich nicht. Und da habe ich gedacht, das darf ich nicht machen. Mhm. Und irgendwann, es war im Zug auf dem Nachhauseweg, hatte ich irgendwie Langeweile, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich angemeldet, habe ein paar Videos hochgeladen, die ich noch hatte.
bin abends nach Hause, habe ihm noch tatsächlich im Bett mit meiner Frau ein Video. Nee, ich habe ein Video im Bett mit meiner Frau gedreht, aber nicht so ein Video. Ehrlich jetzt. Es ist ein super lustiges, seriöses Video. Und habe dieses Video dann hochgeladen. Wir waren zugedeckt bis oben hin. Aber dieses Video hatte innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, 50.000 Views. Und ich hatte noch gar keine Follower. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich ein bisschen weitergemacht und habe noch ein paar Videos hochgeladen. Und plötzlich hatte ein Video 1,2 Millionen Views. Das nächste 1,6 Millionen Views. Also ich bin Profi, ne? Nur um es klarzustellen, TikTok. Ich durchschaue gerade so langsam, wie es funktioniert. Also der Algorithmus ist völlig anders als bei Facebook oder Instagram. Ist zumindest mein Fazit. Du hast viele Videos, die so 1, 2, 3, 5.000 haben, aber dann auch Ausreißer in die Millionen, obwohl du nur, ich glaube, 17.000 Abonnenten oder so hast. Ja, noch nicht mal 13.000. Also da gehen Sachen sehr schnell viral. Aber was sind das für Videos? Also sind das jetzt Content-Videos oder lustige Videos? Ja. Also ein Tipp, den ich halt geben kann bei TikTok, und das ist wirklich ein ganz geiler Tipp, also ich finde, du kannst ja, TikTok basiert ja darauf, dass jemand eine Vorlage erstellt und die ist sehr kreativ. Das, da gibt es wirklich super kreative Vorlagen, ne? Also was die Jugend da an Effekten mit dem Handy, und deine Aufgabe ist es ja, nur das nachzumachen, was ein anderer gemacht hat. Du hast also die Einladung zum Kopieren. Du brauchst ja nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil darum geht es ja eigentlich. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich suche mir was raus, drücke dann drauf, mache meine Mundbewegung nach, lade es hoch und jetzt kommt der Trick. Ich nutze TikTok eigentlich nur, um Content zu erstellen, um das Video dann auf Instagram zu teilen. Und dann teile ich das auf Instagram und komischerweise, es sind lustige Videos, es sind sympathische Videos, es ist kein Unnützes, es ist so, nimm dich auch mal nicht so ernst, bring auch mal die Menschen zum Lachen, wenn sie in der Straßenbahn sind, du musst nicht immer was pitchen. Und komischerweise, ich hau so eine Story raus mit einem geilen Tipp, krieg kein Feedback und dann mache ich so ein TikTok-Video und Menschen schreiben mir so, Kelvin, du bist voll der korrekte Typ, du hast mein Leben verändert, und ich denke, was haben die gerade gesehen? Ja? Und es war dann dieses TikTok-Video und ich denke, cool. Und ich glaube, und das ist auch ein Tipp, der Inhalt von TikTok wird sich in den nächsten Monaten ändern. Weil jetzt viele Leute wie wir draufkommen und schauen immer, was ist denn das? Und dann wird sich der Inhalt ändern. Und dann ist es nicht mehr nur für Kinder. Wie bei Instagram, da haben auch alle gesagt, nur was für Kids. Ich glaube, der Inhalt von TikTok wird sich in den nächsten Monaten noch ändern. Und dadurch wird dann es auch irgendwann profitabel, also wirtschaftlich profitabel. Im Moment habe ich keine Ahnung, was ich da wirtschaftlich soll. Aber muss auch nicht immer wirtschaftlich sein. Manchmal ist auch ganz cool, einfach nur mal ein bisschen sich auszutoben. Ja. Ich habe noch einen Tipp zwischen den Zeilen gelesen. Ich hoffe, ihr auch. Du produzierst Content nicht nur für eine Plattform exklusiv, sondern teilst sie dann auch über andere Plattformen. Naja, TikTok hat halt so schöne Vorlagen, ne? Und dann nutze ich das als Content-Produktionsmaschine, um es dann woanders hochzuladen. Generell empfehle ich, jede Plattform mit ihrem eigenen Content zu bespielen. Aber bei TikTok fällt mir gerade nichts so ein, im Moment noch. Und deswegen erstelle ich da den Content, teile ihn woanders und sage danke TikTok. Okay. Vor anderthalb Jahren habe ich dich mal beim Gründerkongress interviewt und dich gefragt, was ist so das nächste Social-Media-Ding? Da hast du gesagt, sorry, keine Ahnung. Wenn ich dich jetzt frage, würdest du sagen, TikTok ist es? Also hast du eben schon einen Ausblick gegeben, es wird sich ändern. Mhm. Muss man das als Marketer, als Unternehmer auf dem Schirm haben? Müssen glaube ich nicht, aber ich würde empfehlen, behalte TikTok so im Augen, legt euch mal einen Account an, fragt mal eure Kids, wie die das machen. Also ich würde sagen, beobachten und probieren TikTok. Facebook-Gruppen, eben gerade, wie ich es gesagt habe, super Möglichkeit mit Gruppen, eigene Community. Instagram nach wie vor ist die schnellste Plattform, die einfachste Plattform. Auf jeden Fall nutzen und ganz wichtig, da bin ich selber gerade noch dabei, LinkedIn. LinkedIn wird, bin ich mir ganz, also ich, das wissen die wenigsten nicht, ich arbeite schon seit 8 Jahren für LinkedIn, aber für LinkedIn Learning bin ich Consultant. Ich weiß ein bisschen, was da alles so, also LinkedIn, das Flaggschiff, da wird noch viel gehen. Und LinkedIn Learning, die bieten so Kurse an, aber das würde ich sehr im Auge behalten. Ist ganz spannend. LinkedIn als Plattform ist schon relativ alt, also ähnlich alt wie Facebook beispielsweise, kommt jetzt aber gerade irgendwie nochmal völlig neu. Also ich höre das jetzt nicht nur von dir, sondern auch von vielen anderen Experten immer wieder. Du hast eben so im Nebensatz gesagt, Instagram ist das Ding halt für dich. Ich folge dir ja regelmäßig und du bist ständig live, ständig, jeden Tag irgendwie. Woher nimmst du die ganzen Ideen? Wie wichtig ist das? Ich brauche keine Ideen. Die Ideen liefern mir ja die Kommentare anderer. Okay. Das heißt, ich muss ja nur schauen, was meine Community kommentiert. Und wenn bei mir niemand kommentieren sollte,
weil vielleicht der Account zu klein wäre, wenn ihr jetzt sagt, mein Account ist noch nicht groß, ich muss erst mal gucken. Ja, dann gucke ich bei anderen Leuten, dann gucke ich bei deinem Account, was da kommentiert wird. Und wenn du es nicht umsetzt, setze ich es um. Ganz einfach. Ja, mein Account ist ja recht übersichtlich. Also, aber da sehe ich ja, was gefragt ist. Ich muss doch nur bei den Kollegen schauen, was die Leute wollen. Und wenn sie es nicht umsetzen, dann mache ich halt was dazu. So. Genau, letztendlich geht es um die Zielgruppe. Was braucht die? Zuhören, beobachten, umsetzen. Ja. Es gibt Leute, und davon sitzen sicherlich auch viele hier im Publikum, die einfach Hemmungen haben, live zu gehen. Ich weiß nicht, sagst du dir einfach, jo, jetzt gehe ich live, denkst nicht drüber nach und zack. Ja, dann haben wir den Salat. Das war nie geplant jetzt, ich schwör's euch. Aber ich hab's mir, ich hab dann, gedacht... Dann hau mal auf deinem Stream einen Tipp raus, um Hemmungen abzubauen, live zu gehen. Ich mach das jetzt einfach wie folgt. Das war jetzt echt nicht geplant, deswegen können wir es nicht abfilmen. Aber ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account schauen. Ich bin jetzt gerade live. Ich zeige euch nicht, braucht ihr keine Angst haben. Ich will nur mal zeigen, ich mache jetzt mal einen scheiß Livestream, beende den und lass ihn 24 Stunden stehen, einfach mal um zu zeigen, dass gar nichts passiert, wenn ihr mal einen scheiß Livestream macht. Also ich bin jetzt live, schauen jetzt auch schon 17 zu, ich sage jetzt einmal, hi, tschüss. So, jetzt beende ich, also ich beende wirklich und in Stories teilen. Also der ist jetzt wirklich, den sehen jetzt Tausende von Leuten und das ist mein Tipp, es kann nichts passieren. Viele sagen immer, ich sehe... Einen haue ich jetzt raus, bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich habe das als Fotograf schon oft gehört. Viele sagen immer, Kelvin, vor der Kamera, ich sehe so scheiße aus. Dann sage ich immer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht leider ist, wenn du die Kamera hochnimmst, ändert sich dein Aussehen nicht. So wie du da aussiehst, siehst du immer aus. Das ist Fakt. Es lässt sich nicht ändern, aber du sagst ja auch nicht im Alltag, guck mal, wie ich aussehe. Die gute Nachricht ist eine Wahrnehmung übers Display, das sind wir nicht gewohnt. Aber wir machen den Livestream auch nicht für uns. Da können wir auch mit dem Spiegel reden. Wir machen es ja für andere. Und solange andere nicht sagen, Mensch, siehst du scheiße aus, gilt es, Livestreams zu machen. Das ist eine Möglichkeit. Dafür habe ich früher einen Haufen Geld bezahlt. Und jetzt holst du dein Handy raus und kannst mit den Menschen sprechen, die sich schon für dich interessieren. Das Heißakquise nenne ich das. Heißakquise. Wofür nutzt du das? Pitchst du dann direkt im Stream? Ja. Also ich muss ja, die fragen ja, also wenn du guten Content lieferst, ich kann nicht kaltakquise, ich habe nicht die Eier, fremde Menschen anzusprechen und denen was zu verkaufen, deswegen schätze ich das sehr, wenn sich denen andere Menschen gewidmet haben, kaltakquise. Und ich sehe es auch nicht ein, fremde Menschen, ich habe sie doch alle schon hier, also jeder Follower ist ja wie wenn er in ein Ladengeschäft reingeht und sagt, ich interessiere mich, ich weiß zwar noch nicht, aber ich interessiere mich. Und ich sage es auch meiner Frau, die hat auch ein Ladengeschäft und ich kann doch nicht, wenn die da sind, einfach gucken, da kommt jemand in den Laden rein und dann sagen, ah ja, nee, da gehe ich doch hin. Da sage ich, was kann ich für dich tun? Und das mache ich halt mit dem Livestream. Ich frage, was kann ich tun? Ja, mach ein paar YouTube-Videos, okay. Ja, was hast du denn anzubieten? Ja, das, ja, dann Buch. Und darüber mache ich mein Business. Und es funktioniert und es macht auch Spaß, weil es ja, es sind ja alles Freunde. Mhm. So. Sehr cool. Danke. Ich flippe ja richtig aus. Ich muss mich. Geht es eigentlich hier mit dem Dialekt in Stuttgart, ne? Ich bin heute sehr heimatnah. Ja, aber wir streamen auch deutschlandweit. Also habe ich im Online-Stream dabei. Liebe Grüße in die Schweiz, oder? Ich habe noch eine Frage und habe so ein bisschen Respekt vor deiner Antwort, aber ich stelle sie, glaube ich, trotzdem. Ich habe deinen Newsletter aufmerksam gelesen. Du hast eine Weihnachtsaktion gemacht und da gab es irgendwie so ein Bundle. Und du hast diese Weihnachtsaktion eingeläutet mit dem Aufhänger und der Aufhänger war negatives Feedback. Oh ja. Also wenn man so vorgeht wie du, dann kriegt man natürlich auch mal negatives Feedback. Und da war so ein Post, habe ich gesehen, da hast du dann gescreenshottet und geteilt. Da standen Wörter wie drauf, Abzocker, Betrug, Raubritter, Finger weg, sonst Geld weg. Das hast du und als solche Menschen lädst du hier ein. Und nee, das nicht, aber das hast du als Aufhänger genommen für deine Aktion. Wie hast du das gedreht? Wie hast du das gemacht? Jetzt ziehst du mir einen geilen Hack aus der Nase. Aber wir haben nur noch 22 Sekunden. Ja, dann hau raus. Das Ding ist, wenn man halt etwas aggressiv promotet oder deutlich, also der Danny, der ist hinter den Kulissen, der schaltet immer Werbeanzeigen, ne? Da gehe ich immer, und dann wirst du halt beleidigt. Aber das Ding ist, ich mache das jedes Jahr. Ich suche mir dann die heftigste Beleidigung raus, mache einen Screenshot und publiziere die überall und sage dann so, Leute, ich würde euch gerne dieses Jahr abzocken. 200 Stunden Content für 399 Euro. Bitte lasst euch von mir bescheißen. Ich brauche Geld. Ich will mir eine neue Fitbit holen. Ja, keine Rolex. Und das wird so geil aufgenommen, dass so viel kommentiert wird. Also der Umsatz schießt nach oben. Die Leute schreiben, ich wurde gerade abgezockt und es fühlt sich so geil an. Zock mich ab und...
Das ist geil, das funktioniert. Und? Ich habe gerade vorgestern, guck mal, jetzt hat jemand die Zeit hochgedreht. Das ist ja geil. Die läuft jetzt rückwärts. Ach so. Gegen uns. Und gerade vorgestern beim PlayStation-Zocken sage ich zu einem Unternehmerkumpel, also ich zocke mit Unternehmern so, und der sagt so zu mir, dieses Hater-Kommentar, da sage ich, René, falls ich nächstes Jahr, was ich nicht glaube, kein Hater-Kommentar bekomme, würdest du mir ein fettes schreiben, weil ich brauche mindestens jedes Jahr eins. Ja, ist wirklich so. Okay, also du drehst Testimonials quasi um. Aber mal ja. Hand aufs Herz, Kevin. Hast du diese Einstellung schon immer gehabt, damit so umzugehen? Oder hast du an deinem Mindset arbeiten müssen? Nein. Wie war die Entwicklung? Dazu kommt man irgendwann. Das breite Kreuz. Ich bin ja schon seit 16 Jahren im Internet unterwegs, schon damals. Und die Fotografen sind härter. Ne? Die Businessleute, die sind ja noch ganz charmant, wenn sie austeilen. Aber die Fotografen waren härter. Und mich erreicht es noch. Wenn eine Werbeanzeige, wenn da jemand drunter schreibt, Spinner, das tut mir weh. Und ich denke dann, was habe ich denn gerade für ein Video hochgeladen? Habe ich ein Kind geschlagen oder was? Ich habe doch nur gesagt, guck mal, hier ist was Schönes, wenn du willst. Und dann so, wo haben sie den rausgelassen? Und ich schreibe dann auch zurück. Ich schreibe dann so zurück, hey, Heribert, kennen wir uns? Wer bist du überhaupt? Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann werden die aber auch alle ganz zahm. Aber ich brauche das für mein Ego, weil ich finde es nicht fair. Und natürlich kratzt das. Und vielleicht verarbeite ich das dann irgendwie mit einem Newsletter. Sehr gut. Kevin, danke schön fürs Interview. Vielen Dank. Oh, Gänsehaut. Kann ich gehen? Kevin Hollywood. Danke. Ein sehr sympathischer junger Mann. Melde mich ab.